Moin, hallo und willkommen zurück zu Viscera Cleanup Detail in Revolutionary Robotics oder Robotics Revolutionary? Nein, ich glaube Revolutionary Robotics war das, glaube ich. Ich habe echt vergessen, wie das war. Erste Episode, weißt du, wusste ich es noch. Aber jetzt dritte Episode und zweite Episode, keine Ahnung mehr. Schon wieder total ausgeblendet. Aber egal, wir sind hier und müssen, ja, das Chaos wieder beseitigen von Mensch und Maschine. Mensch versus Maschine oder wie was? Nee. Human versus Machine, so. Im Englischen dann. So, ich finde interessant, dass die. Warum haben die eigentlich diese komischen Signalmarkierungen da oben drauf? Damit man die besser scannen kann? Oder so? Oder ist das ein Sensor vielleicht? Könnte auch ein Sensor sein, ein Aufprallsensor oder so. Bin mir aber nicht sicher. Wir haben hier so viel zu schweißen, ne? Das wird noch echt spaßig. Da können wir uns echt austoben. Dann, da werde ich dann auch wieder ein bisschen ruhiger sein in der Episode, weil das Schweißen ist immer so laut. Und ja. Eigentlich müsste ich jetzt zwischendurch mal schweißen, dann, damit das nicht alles auf einmal kommt. Das wäre wahrscheinlich besser sogar. So, letztes Teil. Und dann haben wir hier wieder alles weg. Sehr gut. Dann haben wir nur noch die Teile da in der Ecke. Die müsste ich eigentlich auch noch wegbringen. Na komm, ich bringe die noch weg. Wenn ich hier gerade laufe, kann ich die Teile auch gerade mitnehmen. Kein Problem. So. Dann nehmen wir das noch mit. Wir müssen hier eh noch Wasser mitnehmen und alles. Das Scheißhaus können wir direkt dekontaminieren. Das gute alte Betonscheißhaus. Oder Gussscheißhaus? Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich eher Edelstahl. Klingt aber eher wie Guss, muss ich zugeben, oder sowas. So. Diese Koffer, ne? Ich frage mich ja, was da drin wäre. Ob das nur ein Aktenkoffer ist mit Akten drin oder ob das auch ein Koffer ist mit Bargeld drin, ne? Dass sie noch abhauen wollten, die Leute hier. So, dann nehmen wir das alles mit, dann machen wir das gleich weg, dann haben wir das auch geschafft. Ein paar Sachen muss ich hier noch umsortieren. Ich muss auf jeden Fall die Kisten, könnte ich mal hier rausnehmen, weil die müssen nach drüben. Ich weiß nur nicht, ob wir das alles reinkriegen. Das macht mir noch Sorgen. Kisten hier rüber. Muss nur gucken, wir müssen aber die Geschütze wieder einbauen dann. Das darf ich nicht vergessen. Ich könnte natürlich Geschütze nehmen und die dann da hinlegen. Das wäre eigentlich vielleicht gar keine so schlechte Idee. Weil dann habe ich die schon da. Und brauche die nicht mehr suchen. Beziehungsweise kann dann direkt mit der Leiter kommen, kurz einbauen. Wir gehen zum Foyer zurück. Naja, das geht wieder zum Foyer zurück. Okay. So, da liegt noch eine Zahnbürste. Die geht direkt mit. Hier rein. Der Besen geht hier direkt wegkommen. Dann machen wir die Sachen gerade weg. Aber ich kriege ja wahrscheinlich, wenn wir dann in der nächsten Aufnahmesession sind, sowieso wieder 20 Millionen Besen. Und dann hätte ich noch mehr Besen. Hier ist ja auch blöde. So, wir nehmen die nehmen wir noch mit. Kommt auch direkt alles weg. Und dann haben wir da unten auch gleich wieder klar Schiff gemacht. Wir kommen langsam voran. Also wir haben schon den zweiten Raum sauber einigermaßen. Wir sind noch nicht fertig, weil wir noch ein bisschen was machen müssen. Aber wir kommen weiter. Ich kann euch mal gerade gucken, ob ich irgendwas für die Toilette finde, weil die ist dreckig. Und ich weiß nicht genau, wie wir die sauber kriegen wollen. Ne, wir haben nichts für die Toilette zum Saubermachen. Was? Wie soll ich die Toilette denn sauber machen dann? Das irritiert mich ein bisschen jetzt gerade. Weil ich kann doch nicht stundenlang da mit dem Mob da drin rum sauber machen, oder? Das wird doch irgendwie komisch. Oder ich muss es nochmal probieren, ich weiß es nicht genau. Weil das Wasser muss ja klar werden. Aber ich bin der Meinung, das macht keinen Sinn. Wir müssten eigentlich die Toilettenspülung benutzen. Ne, es geht nicht. Das funktioniert nicht. Das ist immer wieder eine Dreckquelle. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen können. Ich muss irgendwie das Scheißhaus sauber kriegen. Ich weiß leider nur nicht wie. So, wir brauchen noch Wasser.
Können wir hier unten lang laufen jetzt, oder? Oder haben wir den Weg noch nicht frei gemacht? Ne, ist noch nicht sauber. Da müssen wir echt den langen Weg gehen. Na gut. Was ist auch schon fast alle? Uff. Das ist natürlich krass, ne? So. Na gut, dann gehen wir den langen Weg halt. Ist es halt so. Dann können wir auch direkt weiterlaufen. Bis zur Kurve. Das Geschütz müssen wir noch ausbauen. So, komm her. Ich würde sagen, wir machen das alles sauber. Dann hole ich Geschütze und lege die dann da überall hin. Und dann müssen wir die nur noch bewaffnen. Und die Löcher müssen wir alle flicken. Dass dann wieder alles fit ist. Würde ich sagen. Das geht auch weg. Dann haben wir das gleich geschafft. So, weg damit. Das geht ganz gut eigentlich. Wir kommen eigentlich gut voran hier, muss ich zugeben. So, weiter geht's. Da liegt noch etwas rum. So. Das geht hier noch rein. Wo geht denn das da drüben eigentlich hin? Ah, ich glaube, da ging es ins Labor. Ne, das ging es ins Büro, glaube ich, ne? Da drüben. In das Chefbüro oder Konferenzraum. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, Konferenzraum macht mehr Sinn. Da brauchen wir noch die Kiste. Zu viele Kugeln. So. Rein damit. So. Oh nein, das macht sich schon immer krass. Zu viel. Zu viel. Das wälzt sich alles um. Okay, dann bringen wir das direkt weg. Es ist so viel Kleinkram drin. Das ist uncool. Machen wir ein bisschen Speed jetzt hier. Ja. Nicht runterfallen. Okay, weg damit. Geschafft. Nächste Kiste. Also Kisten haben wir noch genug hier, ne? Aber Wasser haben wir nicht mehr genug. Wir haben echt mehr Wasser verbraucht als alles andere. Den Kollegen können wir direkt mitnehmen, glaube ich. Habe ich die Befürchtung. Yep. Den können wir direkt so mitnehmen. Okay. Der paddelt noch eine Runde. So, solange er in der Luft paddelt, ist alles gut. So. Sobald er beim Boden paddelt oder an der Wand, ist nicht so toll. Dann müssen wir wieder sauber machen. Das ist sauber, okay. Dann müssen wir noch das Geschütz ein bisschen putzen da oben. Okay, sieht auch gut aus. Wo haben wir denn da? Okay, das wäre schon mal sauber. Das ist auch sauber. Den können wir direkt mitnehmen. Das war Ewald Pablo, okay. Kommt auch wieder oben hin direkt erstmal. Da drüben war komischerweise kein Stick, ne? Ich weiß gar nicht, wo dann die ganzen Sticks von den Leuten sind. Irgendwo müssen die ja wieder sein. So, das kommt dahin. So, dann müssen wir jetzt ganz drüben hinlaufen. Ich gehe mal davon aus, das war hier das, der Konferenzraum, ne? Ja. Der war, glaube ich, auch... Oh ja, ich sehe schon. Hier haben sich wieder alle verewigt in dem Konferenzraum. Natürlich, warum eigentlich immer der Konferenzraum hier? Verstehe ich manchmal nicht. So. Das geht erstmal alles hier rein. Die Kartons kann ich dann gleich noch mitnehmen. Wenn noch ein Stuhl übrig ist, würde ich mir gerne einen mitnehmen für zu Hause. Das wäre ganz toll. Ich brauche nämlich noch einen. Den ich dann mir ins Büro stellen kann, sozusagen. Alter, wie cool kommen denn hier noch zusammen? Holy shit. So. Okay. Die ganze Kiste ist nur voll mit Kugeln hier. Okay, dann gib mal her, die ganzen Kisten.
Da können wir wieder Kilometer machen. Das ist natürlich blöd jetzt. Der Weg wird immer länger. Und die Reinigungssachen und Sammelsachen, die sind alle so weit weg. Jetzt laufe ich die ganzen Kilometer nur wegen der Kiste. So, rein damit. Das wird ja echt spaßig. So. Dann muss ich gleich da drüben noch im Eingangsbereich gucken, aber erstmal machen wir hier noch weiter. Ich nehme damit, was ich mitnehmen kann. Ich bräuchte jetzt echt eine große Box, wo ich alles reinschmeißen kann, ne? Aber die sind teilweise auch so unhandlich, die Kartons, dass es dann keinen Sinn macht. So. Okay, das brennt noch ein bisschen vor sich hin. Die Kartons brauchen ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Bis die weg sind. So, ja, können wir den Kollegen da oben noch auf dem Tisch einsammeln vielleicht? Können wir. Dann kommen wir her, Kollege. Okay. Bringen wir dich direkt weg. Dann, dann müssen wir, den Rest noch sauber machen. Ich hoffe, das ist nicht mehr ganz so viele im Büro. Das ist unser Konferenzraum. Und dann müssen wir schauen, was da hinten noch ist. Das piept die ganze Zeit, ne? Junge, Junge, Junge. Ah, wir haben noch mehr Kisten. Können wir die... Ich will die Kisten aber eigentlich nicht reinspannen, weil die brauchen so viel Platz. Das ist blöde. Ja, da muss ich halt mehr Kilometer machen. Mehr Kilometer. Da war noch eine Kiste. Das heißt, ich muss nochmal laufen. Wahrscheinlich liegen da noch mehr. Bei meinem Glück. Ich nehme auch schon mal eine Kiste mit. Ha, können wir effizient laufen. Zumindest ein bisschen effizienter. Das dann noch dekontaminieren. So, dann stellen wir dich mal dahin. Der Koffer muss wieder weg. Den stellen wir mal raus hier. So, dahin. Das geht direkt hier rein. Okay. Das ist ein neuer Bericht. Können wir eigentlich gleich mitnehmen und nach oben packen. Das nehmen wir direkt mit. Kommt direkt weg. Der Bericht können wir gleich mitnehmen. Der kommt dann hier oben hin. Und Magazin brauche ich noch, ne? Magazin und... Ich weiß gar nicht, ob der dann sofort wieder losläuft hier. Das Geschütz, bin mir nicht sicher. Aber wir machen erstmal noch ein bisschen mehr sauber. Denn Sauberkeit muss sein. So. Komm, Taste kommt auch direkt weg. Die haben wir ja schon. Die brauchen wir nicht mehr. Wir könnten aber den hier hinstellen. Dann können wir hier nämlich auf dem Tisch einfach so machen. Das geht um einiges einfacher. So. Das ist ganz schön viel Dreck hier. Oh Mann. Aber wir haben noch eine zweite Kiste mitgebracht. Also von daher passt das schon. Dann können wir hier noch ordentlich was reinschmeißen. Der Karton geht dahin. Hier haben wir noch Berichte, die muss ich gleich noch mitnehmen. Kommen nach oben, die können wir dann bei Gelegenheit lesen. So. Okay, ich glaube, wir haben keinen Platz mehr, oder? Geht das dann noch auf? Bin mir nicht sicher. Ich stelle das mal hier hin. Und nehme die zweite Kiste. Dann noch, was ist das hier, ein Tablet oder so? Ich keine Ahnung. Direkt weg. Weg, weg, weg. Okay. Guck mal hier rüber, so. Das noch alles hier rein. Die, ach Mist. Komm. Natürlich, egal. Müssen wir gleich reinschmeißen. Komm, die Zettel nehme ich mal mit hier, die müssen wir gerade rüber packen. Ich nehme die gerade mit und packe die drüben hin, dann können wir die noch bei Gelegenheit lesen. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr die jetzt gerade lesen, während ich die transportiere. Ich lese sie dann beim nächsten Mal. Und schmeiße sie erstmal hier hin. So. Huch. Ist doch fast vor die Wand gelaufen hier. Das wäre nicht so toll. Da war jetzt noch der eine Bericht. Auf dem Tablet und dann, weiß ich gar nicht, war da noch mehr? Ne, ich glaube nicht, ne? Doch, da hinten ist noch ein Tablet. Nehmen wir auch direkt mit.
Mr. Trinity Verbatim? Jo. Nee, Miss. Miss Trinity Verbatim, okay. Das ist ein roter Bericht sogar, okay. Das müsste ein Sicherheitsbericht sein oder ein Warnbericht? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie so. So. Oh je. Ja, komm, wir nehmen die Sachen mit. Dann laufen wir halt noch ein bisschen. Hab ja sonst nichts zu tun. Und ist auf jeden Fall auch ziemlich abgefahren. Ich frage mich, ob es sowas auch geben wird dann in naher Zukunft vielleicht oder so. Ich bin mir nicht sicher. Eine Robot, ich weiß gar nicht, Ausstellung der vergangenen Jahrzehnte bis heute oder bis aktuell in den verschiedenen Variationen und allem drum und dran. So, das geht noch weg. Da können wir echt wieder Kilometer machen. Oh Mann. Das Blöde ist, die Dinger kriegst du auch eigentlich nicht in so eine Kiste rein. Weil die zu groß sind. Das wird sich ja nicht lohnen. Die anderen könnte man wahrscheinlich reinmachen, aber ich will jetzt nicht so viel da reinschmeißen, weil ich die Befürchtung habe, wir haben noch so viel Kleinkram und Mist. Dann würde ich das lieber da reinschmeißen. Damit wir das alles halt, ja, so komplett wie möglich mitnehmen können. Und dadurch dann hoffentlich ein bisschen was sparen können. Oh, nee, ich wollte gerade sagen, da war noch Trick oder so. Das geht da rein. Das geht nach vorne. Die Stühle müssten eigentlich zur Seite normalerweise hier. Ich stelle die erstmal da hin. So. Das ist Mr. Kinney gewesen. Okay. Ich lege die Sticks auch immer kurz an der Seite. Müssen wir dann mitnehmen. Das war Mr. Colonel Ifrit. Okay. Geht auch dahin. Na komm schon. So. Ich habe kein Wasser mitgenommen, ne? Oder doch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Habe ich hier Wasser hingestellt? Nee, ne? Nee. Ich habe kein Wasser hier. Na toll. Dann stellen wir den Stuhl zur Seite und gib mal her den Kollegen. Dann gehen wir wieder rüber und holen noch ein bisschen Wasser. Wenn wir den Kollegen wegbringen. Obwohl, doch, hier vorne könnte Wasser gewesen sein. Das habe ich nicht drauf geachtet. Aber wir müssen eh Wasser holen. Dann ist egal. Wir holen noch ein Wasser. Machen wieder einen ausgiebigen Spaziergang. Jeder Gang macht schlank, oder wie war das, ne? So, und wir müssten ja eigentlich super fit und super schlank sein, wenn wir hier so viel laufen müssen. So. Was das wirklich schon fast mangelbar war. Können wir jetzt hier die Abkürzung nehmen? Ja, können wir. Sehr gut. Stellen wir hier. Können wir da ein bisschen sauber machen. Ah, oh, ist noch ein Koffer, ich sehe schon. Aber wir sind ja auch im Büro, also von daher sind wir im Konferenzraum. Mr. Parker. Parker Lewis vielleicht? Der Coole von der Schule oder wie das? Kennt heute auch keiner mehr. Mann, ist die Serie alt. Die kennt heute auch keiner mehr, die Serie. So. Okay. Machen wir hier noch ein bisschen sauber. Wir brauchen definitiv mehr Wasser. Das wird nicht reichen. Ist gleich schon wieder soweit hier. Okay, Kollege, komm mal her hier. Du versperrst mir ein wenig die Option, hier sauber zu machen. Jetzt habe ich wieder rumgekleckert hier. Na toll. Jetzt ist die Chefetage gleich wieder sauber. Na toll. Nein, hör auf damit. Oh, der hier wieder rum. Ich glaube, ich spinne. Ach, wir haben keinen Platz. Kein Platz und kein Wasser. Ich hole nochmal. Ich hole nochmal. Können wir da noch was sauber machen? Doch, können wir noch. Ah, guck mal. Guck mal einer, schau. Nehmen wir den mit. Wir haben gleich wirklich alles weg hier, ne? So. Okay. Da haben wir angeditscht. Wo haben wir den noch angeditscht? Hier am Stuhl? Ne, nur hier, ne? Bin mir nicht sicher. Irgendwann haben wir noch angeditscht. Ist auch egal. So, das kommt jetzt hier noch mit rein. Zu Bürobedarf.
Wobei, das ist jetzt ein spezieller Bürobedarf, muss ich zugeben. Das hat schon mal nicht funktioniert. So. Da ist noch ein Tablet. Kriegen wir das da noch rein? Ich hoffe es mal. Tasse. Das geht auch noch da rein. Ja, ich glaube, das ist voll jetzt. Kiste kommt noch mit rüber. Ich schmeiße den jetzt mal gerade dahin. Erstmal hier raus, dann können wir das gleich nochmal machen. Die müssen wir auch noch sauber machen. Was war das neue Utopia oder was war das hier? Der Stuhl muss mal gerade zur Seite. Utopia Planetia, oder wie das? Bin mir nicht mehr sicher. Ah, das war wieder zu viel des Guten hier. Noch ein Koffer. Koffer über Koffer. So. Bisschen sauber gemacht. Perfekt. Du gehst jetzt mal in die Ecke. Und du kommst nach vorne. Da. Das Gepäck sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, muss ich zugeben. Kriegen wir das dann noch drauf? Ja, letzte. Dann können wir das mal wegbringen. Zu viel drin. Dann bringen wir die Sachen erstmal weg. Dann haben wir wieder ordentlich was geschafft. Oh, schön drin bleiben. Achso, hier habe ich nicht geguckt. Die Treppe ist ja, glaube ich, auch aufgeditscht hier, ne? Ich glaube ja. Nein, 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 nein. Schön hier geblieben. Okay. Das geht, das ist in Ordnung. Ich brauche noch eine Kiste. Das wird nicht reichen. So, aber wir haben schon ordentlich was geschafft, auf jeden Fall. Das kann sich schon sehen lassen. Das stellen wir hier hin. Und dann nehmen wir die nächste Kiste mit. So, los geht's. Unter Volldampf. Die Kiste müsste dann, glaube ich, weg sein da drüben. Hoffe ich mal zumindest. Dass wir mal ankommen, können wir nicht reinschmeißen. Jo, können wir. Perfekt. Okay. Sehr gut, dann ist es auch weg. Ah. Oh. Auch noch Müll hier. Den nehmen wir direkt mit und müssen dann wieder in die Kiste schmeißen. Das geht nicht anders. Da ist die Kiste. Okay. Rein damit. Hier ist noch mehr. Ah, der Koffer stapeln sich jetzt aber langsam. Da ist noch ein Bericht, den müssen wir auch mitnehmen. So. Ich will aber gucken, dass wir jetzt noch zumindest hier das Büro fertig kriegen. Das wäre zumindest ganz schön. Hier die Tür können wir gar nicht aufmachen, sehe ich gerade. Okay. Okay, das geht hier rein. Da liegt noch ein Stück von einem Arm. So, noch mehr. Gehen da hin. Die Koffer, die werden echt ganz schön viel jetzt hier. Wow. Das geht hier rein. Noch ein Tablet, okay. Also noch zwei Berichte hier. Oder drei Berichte sogar da drüben. Ist, glaube ich, noch eins. Ne? Drei Berichte sogar noch, okay. Dann bringen wir die gleich rüber. So. Okay. Hier noch ein bisschen sauber machen. Perfekt. Okay, ich glaube, Wasser reicht nicht, ne? Das Wasser wird nicht reichen. Der Kollegen hat sie auch übelst erwischt hier. Der macht gar nichts mehr. Ah, nimm dich mal mit hier. So. Okay, rein damit. Da rein damit. Da ist noch mehr. Das war Mr. White. Okay.
Das kommt dahin. Okay, wir nehmen das mal kurz weg hier. Da ist noch mehr Müll. Noch ein Koffer. Die müssen auch noch alle weg hier. Okay. Ein Flüssig haben wir auch noch. Stuhl lassen wir weg hier. Kartons gehen noch raus. Dann bringen wir den ganzen Mist gleich weg. Und dann haben wir auch ein bisschen was geschafft, ne? Ob wir jetzt alles wegkriegen, weiß ich noch nicht genau. Müssen wir gleich mal zeitig gucken. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Die Zeit fliegt ja schon wieder, aber wenn du nicht richtig am Arbeiten bist, das geht ja ruckizucki. Wow. So. Okay, das geht hier drüben noch hin. Oh. Dürfen wir nicht verlieren hier, die Tablets. Okay, können wir hier noch ein bisschen sauber machen? Okay. Nehmen wir den Kollegen mal mit. Der sieht ein bisschen aus wie Hitman, muss ich zugeben. Immer so mit dem Anzug und der roten Krawatte. Wir haben schon wieder rumgesaut. Natürlich haben wir ihn rumgesaut. War ja klar. Dann können wir die Box noch wegräumen, beziehungsweise die Kiste. Und dann haben wir nur noch Kleinkram. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Episode, so wie es aussieht. Weil so viel kriege ich da doch nicht mehr weg. Dann haben wir das aber auch geschafft. Also wir sind dann da auch durch. Die Eingangshalle noch. Und dann haben wir eigentlich putzenmäßig soweit alles weg. Hier kann das sein. Noch was sauber machen? Nichts mehr? Okay. Sieht nicht mehr so aus. Dann nehmen wir die Kiste mit. Das geht direkt weg. Da können wir noch so zwei, drei Sachen mitnehmen. Ich nehme noch so ein paar Koffer oder so. Gucken wir mal. Dann kriegen wir das auch noch alles weg. Die Berichte müssen hier noch rüber. Ah, weg damit. Berichte müssen noch rüber. Und dann sind wir eigentlich damit auch schon durch jetzt hier. Wow. Aber da hinten kommen wir nicht rein. Also ich gehe mal davon aus, es wird auch gesperrt sein dann. Aber wir hatten da keine Tür, gar nichts. Nehmen wir noch ein paar Kartons mit. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch alles weg. Das wäre natürlich toll. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich muss hier gleich mal die Treppe sauber machen, wenn ich dran denke. Damit wir da nicht reinlaufen und noch mehr Fußabdruck oder so hinterlassen. Das wäre dann nämlich nicht so toll. So, okay. Sauber. Dann haben wir noch ein paar Kartons hier liegen. Kartons und Aktenkoffer. Und dann, ja, bleibt wirklich nur noch die Anmeldung und das Foyer da drüben, ne? Ne, die Treppe auch noch hier. Die müssen wir auch noch sauber machen. Doch noch ein bisschen was zu tun. Hey, komm her hier. Okay, das geht da rein. Dann haben wir gleich alles fertig. Beziehungsweise in der nächsten Episode wahrscheinlich. Und zumindest was Putzen angeht. Und dann müssen wir die ganzen Löcher fixen und Geschütze wieder einbauen. Ein paar Kisten und Fässer noch umräumen. 3 Stunden? Na, vielleicht. Vielleicht kriegen wir das hin, 3 Stunden. Wenn ich echt zackig bin hier und wir nichts übersehen haben bei der Reinigung, könnte man da vielleicht Zeit sparen. Dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass wir es vielleicht doch hinkriegen. Das wäre krass, weil dann hätten wir echt mal so eine große Mission in den Zeitrahmen geschafft. Wenn ich allerdings jetzt alles so transportiere, dann eher nicht. Das wird nämlich alles länger dauern dann. Vor allem, weil ich die Berichte noch überbringen muss, aber das könnte ich dann zwischen den Episoden machen. Da müsst ihr ja nicht unbedingt dabei sein. Dann kann ich das hier schon hinschmeißen. Und dann können wir das in der nächsten Aufnahmesession alles lesen. Und dann auch direkt dekontaminieren. Und dann, ja, kommt der spaßige Teil, ne? Dann müssen wir hier noch ziemlich viele Sachen wieder zuschweißen, verschweißen und anstöpseln. Das könnte interessant werden dann auf jeden Fall. So, ich würde sagen, ich nehme den einen Karton noch mit und dann muss es mal gewesen sein. Da haben wir schon ordentlich was geschafft. Also Chefetage, nee, Chefetage nicht hier. Konferenzraum haben wir dann auch schon fast sauber. Müssen noch die Einschusslöcher wegmachen. Und dann sieht das auch schon ganz gut aus. Die Koffer müssen noch weg.
weiß immer noch nicht, wie ich das mit dem Scheiß machen soll. Wenn da noch ein Pümpel gewesen wäre, hätte ich gesagt, alles klar, dann pümpel das mal alles. Aber so, ich weiß nicht, wie wir die Toilette sauber kriegen sollen. Müsste ich mal in der nächsten Aufnahme gucken. Beziehungsweise in der nächsten Episode, wenn ich dran denke. Und ja. Da müssen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwie die Toilette sauber kriegen. Das macht mir dann noch ein bisschen Sorgen. Mal schauen. Na gut, ich würde sagen, ich bringe noch die letzten Koffer weg. Und die Sticks räume ich auch noch rüber und berichte. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt mitverfolgen. Dann habe ich ein bisschen mehr Kilometer gemacht, aber ihr müsst das nicht unbedingt sehen. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.